Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute ein Hochzeits-Make-up schminken. Im Sinne von, ich bin eingeladen auf eine Hochzeit, bin dort heute Fotografin und möchte euch zeigen, wie ich mich dafür fertig gemacht habe. Ich hoffe, die Art von Video, wie es gedreht ist, gefällt euch. Hinterlasst mir da gerne mal einen Kommentar, damit ich weiß, ob ich solche Videos öfters machen kann, wenn ich zu irgendwelchen Veranstaltungen, Events oder ähnliches gehe. Dass ich euch da so ein bisschen mitnehme, wie ich mich fertig mache. Ich habe jetzt auch mal was ganz Neues ausprobiert, was ich so nicht kenne.
fertigen Look. Und ja, ich finde es eigentlich total schön, mal was anderes. Und schreibt mir doch mal gerne, wie ich meine Rasierer so finde. Die Kette, die ich übrigens trage, ist von Pavon Berlin. Ich werde euch die mit mal unten verlinken zu ihrer Internetseite. So, hier der fertige Augen noch, das war vom Nahen. Mein Outfit, hier habe ich ein Jumpsuit von H&M an in so einem schönen Mittelblau, würde ich sagen. Mit sehr, sehr breiten Beinen, was für mich total ungewohnt war. Und dann hatte ich noch so eine H&M-Schuhe, die so spitz nach vorne gehen, relativ flach waren. Also die hat einen Mini-Absatz von vielleicht 2 cm. Hier trage ich dann noch Ohrringe von Pavon Berlin und auch das wieder unten verlinkt. Und die Kette ist auch von diesem Shop. Ich bin absolut verliebt in diesen Schmuck und kann ihn einfach nur weiterempfehlen. Und ebenfalls das Armband. Oh wow, wer hätte das gedacht? Ist ähnlich im Stil. Nur der Ring, der gehört diesmal nicht dazu. Und ich trage jetzt hier auch einen dunkelblauen Haken. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal etwas anderes für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht abonniert ihr mich ja auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!